Die Funktion jetzt. Die Funktion jetzt ermittelt nicht nur so wie die Funktion heute das aktuelle Datum, sondern zusätzlich die aktuelle Uhrzeit. Die Schreibweise lautet ist gleich jetzt öffnende Klammer schließende Klammer. Standardmäßig werden zum Datum auch die Stunden und Minuten ausgegeben. Wenn Sie auch die Sekunden anzeigen möchten, ändern Sie die Formatierung wie folgt. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Zelle mit der Formel und wählen Sie Zellen formatieren und dann im Register Zahlen die Option Benutzer definiert. Schreiben Sie nach MM noch einen Doppelpunkt gefolgt von einem Doppel-S. Das Ergebnis lässt sich auch als reelle Zahl darstellen. Die Zahl vor dem Komma entspricht der Anzahl an Tagen seit dem 01.01.1900. Der Nachkommaanteil dem Teil des seit Mitternacht vergangenen Tages. Komma 25 würde also 6 Stunden bzw. 6 Uhr bedeuten.